Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wheel of Fortune Tower, das Rad des Schicksals. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zu mir gefunden habt. Wie ihr am Titel erkennen könnt, geht es heute um die Frage, was wartet für eine tolle Überraschung in den nächsten 4 Wochen auf mich? Dazu sage ich wie immer, dass diese Kartenlegung zeitlos ist. Das heißt, egal wann ihr auf dieses Video stößt, seid sicher, dass die Nachricht definitiv für euch bestimmt ist. Wie ihr seht, habe ich wieder 3 verschiedene Decks für euch vorbereitet. Einmal hier mit den grünen Kristallen, einmal mit den pinken und einmal mit den goldenen. Und alles, was ihr tun müsst, ist, dass ihr euch auf die Frage konzentriert. Pausiert gerne das Video, schließt die Augen, atmet einmal tief durch und wenn ihr bereit seid, schaut ihr, zu welchen der 3 Stapel ihr euch intuitiv am meisten hingezogen fühlt. Nicht viel drüber nachdenken, einfach auf die Intuition verlassen und dann kann es auch schon losgehen. Bis gleich! Hallo an alle, die sich für die grünen Kristalle entschieden haben. Schauen wir mal, was ihr für eine Überraschung habt. Den König der Schwerter, die 6 der Münzen am Kopf, die 4 der Schwerter am Kopf, die 2 der Schwerter am Kopf, die 10 der Schwerter am Kopf. Das Ass der Schwerter am Kopf und den König der Stäbe. Okay, also ich sehe, dass ihr aus einer Situation kommt, hier mit den 4 der Schwerter am Kopf, in der ihr euch sehr zurückgezogen habt, weil ihr einfach total erschöpft wart. Ihr konntet sozusagen nicht mehr, weil die Dinge euch überfordert haben oder gewisse Dinge stagniert sind. Aber diese Zeit, dieser Rückzug, das realisiert man manchmal nicht immer. Der war sehr, sehr wertvoll, einfach weil man dann in der Lage ist, tief nachzudenken über das, was man will, über das Problem, was man hat. Und ich sehe ganz deutlich, dass da eine ganz positive Entwicklung für euch drinnen ist. Denn es muss irgendwas gegeben haben hier, oder es gibt es noch, mit der 2 der Schwerter am Kopf, das euch sehr beschäftigt. Ihr denkt die ganze Zeit drüber nach, und es geht hier wahrscheinlich um eine Entscheidung, die ihr treffen werden könnt jetzt. Aber es kann sein, dass einige von euch sich noch ein bisschen verwirrt fühlen, hin und her gerissen fühlen und die ganze Zeit drüber nachdenken, soll ich dies tun, soll ich das tun? Einige von euch können auch total desorientiert sein und gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und der gute, positive Wandel, der jetzt eintritt, und der tritt jetzt schon ein, ist, dass ihr seid jetzt der König der Schwerter. Das heißt, ihr habt jetzt, weil ihr euch ausgeruht habt und die Zeit genommen habt, nachzudenken, habt ihr jetzt die Kraft, die geistige Kraft, eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Habt jetzt Klarheit, die Klarheit kommt, ihr seid nicht mehr verwirrt und ihr habt durch diese Klarheit jetzt im Kopf dann auch die Kraft, eure Entscheidung umzusetzen. Und hier mit den 4 der Münzen schätze ich, dass viele von euch
vielleicht in einer Beziehung waren. Das muss keine Liebesbeziehung gewesen sein. Das könnte, es sind ja viele von euch, die sich für die Gruppe entschieden haben. Das heißt, Details können leicht variieren. Aber ihr wart wahrscheinlich in irgendeiner Liebesbeziehung, Arbeitsbeziehung, Freundschaftsbeziehung, Familienbeziehung, wo das Geben und das Nehmen nicht im Gleichgewicht war. Das heißt, entweder hat euch jemand ausgenutzt, oder ihr habt gefühlt, dass ihr einfach diejenigen seid, die furchtbar viel gebt und der andere nimmt nur. Und das hat euch wahrscheinlich überfordert, weshalb ihr euch zurückgezogen habt. Es kann auch sein, dass ihr, wenn es jetzt nicht um Beziehungen bei euch geht, einfach irgendwie finanzielle Schwierigkeiten hattet und nicht wusstet, wie ihr da rauskommt. Also da war ein Ungleichgewicht und ihr fühltet euch eher auf der Verliererseite. Aber da habt ihr jetzt schon, seid ihr jetzt schon dabei, eine gute Entscheidung zu treffen und eure Optionen abzuwägen. Und das Tolle ist, und das ist sozusagen die Überraschung, die auf euch wartet, ist, dass etwas passieren wird hier mit dem Ass der Schwerter. Da wird was Großes passieren, was euch noch mehr innere Klarheit bringt, als ihr sie jetzt schon habt. Und etwas wird passieren, das euch richtig Feuer gibt, dass ihr zu einem ganz bestimmten Schluss kommen könnt. Und den werdet ihr auch richtig umsetzen. Und da werdet ihr Hilfe bekommen, auch von außen. Da wird euch vielleicht ein Mensch helfen oder vielleicht einfach nur die Umstände. Und das ist wirklich ganz toll. Man sieht, dass ihr euch dadurch total erholen werdet mit der 10 der Schwerter am Kopf. Ihr werdet euch erholen von dieser ganzen Verwirrung, von dieser Hin- und Hergerissenheit und von dieser Erschöpfung. Davon werdet ihr euch erholen. Es kann sein, dass ihr, einige von euch, ganz schön geplagt wart von dem, was da in der Vergangenheit war. Aber da kommt ihr raus, da wird euch auch noch geholfen. Und ihr seid ja jetzt schon dabei, hier das zu erkennen und die richtigen Schritte zu gehen. Aber euch wird geholfen. Das ist eure Überraschung. Und ihr werdet euch regenerieren. Und das hier ist das ganz Tolle mit dem König der Stäbe, dass da. Das hängt jetzt davon ab, also wie gesagt, Details variieren. Entweder lernt ihr einen Mann kennen, einen tollen, einen sehr ja, kraftvollen Mann mit sehr viel Energie, mit sehr viel Charme, mit sehr viel Charisma, der euch hilft. Das könnte die Hilfe sein, dass ihr nie wieder in solche unfairen Abhängigkeiten kommt. Das ist jemand, der macht. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit geben und ihr geht als Verlierer raus, sondern der macht für euch. Es könnte sein, dass ihr so einen Mann kennenlernt oder dass ihr der selber seid, also dass ihr die Eigenschaften habt und jetzt einen totalen Powerboost bekommen werdet. Und dann die Dinge in Angriff nehmen könnt, neue Dinge in Angriff nehmen könnt und dass ihr einfach wieder viel mehr Energie bekommt, weil ich sehe, ihr hattet ganz schön wenig Energie. Ihr fühltet euch, als wäre es jetzt irgendwie aus, total erschöpft und da werdet ihr dann einen richtigen Energieboost bekommen. Und die Leute werden das auch sehen. Also ihr kommt raus aus diesen. Aus dieser Geplagtheit, dieser mentalen und auch aus diesen unfairen Verhältnissen mit anderen Menschen oder vielleicht mit der Arbeit auch, da kommt ihr raus, weil ihr die Entscheidung trefft. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist und euch wird geholfen. Das Schicksal wird euch helfen und euch wird es viel besser gehen. Das wird in den nächsten 4 Wochen für euch passieren. Ich freue mich sehr für euch. Es war schön, das zu sehen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Fragen habt, die ich dann auch mal in einem Video beantworten kann. Und ja, schaut auch gern ans Ende des Videos. Da habe ich euch noch ähnliche Videos verlinkt zu ähnlichen Fragen.
Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Tschüss! Hallo an alle, die sich für die pinken Kristalle entschieden haben. Schauen wir mal, was ihr für eine Überraschung bekommen werdet. Ihr habt die 3 der Münzen, die 6 der Stäbe am Kopf, den Mond, den Tod, das Ass der Stäbe am Kopf, das Gericht und den Herrscher am Kopf. Wow, okay. Also, ich sehe, dass ihr hier mit der Mondkarte im Hintergrund sehr viele Ängste hattet in der Vergangenheit, was das Thema betrifft. Sehr viel, vielleicht auch unbewusste Ängste sind mit dem Thema verbunden. Und ich glaube, dass es sich hierbei handelt, da ihr die 3 der Münzen habt, um ein Projekt, bei dem andere beteiligt sind. Oder um ein persönliches Projekt, in das ihr sehr viel reinsteckt. Das kann beruflich sein, kann sehr gut auch Ausbildung sein, kann aber auch was Privates sein. Und hier mit der 4 der Stäbe am Kopf, glaube ich, habt ihr einen immensen Misserfolg erlitten. Und zwar so einen Misserfolg hier mit dem Tod, dass die Geschichte total beendet ist. Also ich sehe sehr viel Sorgen, sehr viel Kummer, sehr viel Ängste bei euch in der Vergangenheit, was ein Projekt betrifft, bei dem ihr euch sehr investiert habt, sehr eingebracht habt. Das Positive ist, ihr habt da sehr viel gelernt dabei. Aber leider hattet ihr einen richtigen Misserfolg. Es kann auch sein, dass ihr durch diesen Misserfolg und durch dieses radikale Ende auch sehr euch abgekehrt hat, falls ihr mit anderen Menschen zusammengearbeitet habt. Von denen habt ihr euch abgewendet. Ihr wollt jetzt lieber euer eigenes Ding machen. Und die Todeskarte, die ist auf gar keinen Fall eine schlechte Karte. Das heißt einfach nur, dass etwas Altes, was nichts mehr dient, einfach radikal beendet wird, damit man was ganz, ganz Neues anfangen kann. Und das sehe ich auch für euch. Das ist eure Überraschung. Hier, das Ass der Stäbe. Da wird euch eine spontane neue Idee kommen oder ihr werdet einen ganz neuen Impuls bekommen, um aus dem, was kaputt gegangen ist, was richtig Tolles, Neues zu machen. Das kann sein, dass das Leben euch das bringt, in Form von einem Menschen oder in Form von einem Angebot oder dass ihr das selbst seid, die eine spontane, tolle Idee haben werdet. Also ihr werdet da wieder richtig Schwung bekommen. Der ist euch ja leider ziemlich ausgegangen hier, weil ihr enttäuscht seid. Aber der wird zurückkommen. Und was richtig toll ist, ist, dass ihr hier das Gericht habt. Das heißt, ihr werdet eine lebensverändernde Entscheidung treffen, weil ihr an eine ganz entscheidende Stelle in eurem Leben gekommen seid, was dieses Projekt betrifft. Projekt, es könnte auch bei einigen von euch sein, dass es sich um eine Beziehung handelt zu anderen Menschen, entweder eine Partnerschaft, Freundschaft oder Kollegen. Ihr seid da an einen sehr kritischen Punkt angelangt und ihr seid jetzt in der Lage, da eine richtig tolle Entscheidung zu treffen, die euch weiterbringt, die euch wieder Antrieb gibt, Energie bringt, neue Impulse bringt, neue Möglichkeiten bringt. Und hier mit dem Herrscher am Kopf heißt es, dass ihr auch endlich wieder die Kontrolle haben werdet. Es sieht so ein bisschen aus, als hättet ihr die
Verloren, als wären euch die Dinge einfach aus der Ruder geraten oder nicht mehr geglückt. Das kommt wieder zurück. Ihr werdet wieder in eurer Kraft sein. Ihr werdet eine Autorität ausstrahlen und eine Dominanz. Ihr werdet euch durchsetzen können. Und egal, für was ihr euch entscheidet, es ist ja eine große Gruppe von euch, die sich für die pinken Kristalle entschieden habt. Deswegen können die Details variieren. Egal, was für ein Projekt, für einen Plan ihr jetzt habt, wenn ihr euch dafür jetzt entscheidet, dann wird euch da sehr geholfen von außen. Da wird euch sehr viel Energie und Antrieb gegeben und ihr werdet es auf jeden Fall richtig gut durchziehen können, denn ihr habt viel gelernt aus dem, was passiert ist. Und diese Überraschung, die da auf euch zukommen wird, ich denke, die hat viel mit Ansehen und Status zu tun. Vielleicht bekommt ihr ein tolles Jobangebot oder einen akademischen Abschluss mit einem sehr guten Ergebnis oder ich weiß es nicht. Irgendwas wird passieren, was euch wieder toll dastehen lässt. Denn ihr seid ein bisschen geknickt in eurem Ego jetzt. Aber das kommt zurück. Da wird euch geholfen. Das freut mich sehr für euch. Danke, dass ich eure Karten legen durfte. Es hat mir Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch gerne am Ende vom Video in die anderen Videovorschläge rein. Die könnten euch nämlich interessieren. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Kartenlegungen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! Hallo an alle, die sich für die goldenen Kristalle entschieden haben. Schauen wir mal, was auf euch für eine Überraschung wartet. Wir haben die Welt am Kopf, die Sechs der Schwerter, die Königin der Kelche. Den König der Münzen, die Neun der Kelche, die Zehn der Kelche und die Gerechtigkeit. Okay, schön. Ich sehe bei euch hier mit der Königin der Kelche am Kopf im Hintergrund, dass ihr jemand seid, der sich sehr leicht von den Emotionen anderer bestimmen lässt, vielleicht sogar manipulieren lässt, was dann dazu führen kann, dass ihr in Partnerschaften zu einer Co-Abhängigkeit neigt. Also ihr braucht sehr viel Bestätigung vom anderen. Wenn ihr die nicht bekommt, seid ihr traurig, fühlt euch wertlos oder wenn euch der Partner irgendwie eine schlechte Einstellung gegenüber zeigt, dann nimmt euch das sehr mit. Das kann sein, aber bei einigen von euch kann es auch sein, dass ihr einfach jemand seid, der sich viel zu viel um andere kümmert, der viel zu viel für andere da ist und dabei selbst auf der Strecke bleibt. Und es euch dann schlecht geht, aber euch keiner hilft. Und wiederum andere von euch sind vielleicht einfach zu emotional, zu sehr von den Gefühlen gesteuert, dass ihr eher mit den Gefühlen entscheidet als mit dem Kopf. Ihr seid ja viele, die sich für die goldenen Kristalle entschieden haben, deswegen können die Details variieren. Aber das ist so der Fall bei euch. Und ich sehe hier, mit der Welt am Kopf, dass ihr schon dabei seid, euch loszulösen von solchen schlechten Bindungen. Also ihr geht ja schlechte Bindungen mit anderen ein, wenn ihr zu sehr abhängig davon seid, wie die euch behandeln oder wie ja, sie emotional mit euch umgehen.
Oder ihr seid dabei, euch loszulösen von solchen Beziehungen, wo ihr euch zu sehr aufopfert. Ich sehe ganz deutlich hier mit den Sechs der Schwertern, dass ihr dabei seid, euch wirklich nicht nur charakterlich und seelisch davon loszulösen, sondern einfach auch konkret den Schritt zu gehen und zu gehen, diese Situation zu verlassen, weil ihr eingesehen habt, dass das nicht gut für euch ist. Hier mit den Sechs der Schwertern, da lasst man etwas zurück, was einem nur Schaden hinzufügt, weil man was Besseres möchte. Das ist schon die Andeutung für eure Überraschung, etwas Besseres. Hier mit dem König der Münzen am Kopf denke ich, dass einige von euch einen schlechten Menschen in ihrem Leben zurücklassen. Das kann ein Mann sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall ist das jemand, der sehr, sehr stur ist. Entweder stur ist oder sehr besessen ist von Status und materiellen Dingen, vielleicht sowas wie Geld und Ansehen und schöne Dinge über die Liebe stellt, über den Partner stellt. Es kann aber auch sein, dass das eine Person war, die einfach nicht in der Lage ist, gut mit ihrem Geld umzugehen. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch mit so einer Person in einer unguten Beziehung zusammen waren und ihr seht ein, dass ihr davon weg müsst, dass euch das nicht gut tut. Ja. Und wenn ihr das kein Mensch ist, dann kann es sein, dass ihr das selber seid, die nicht gut mit Geld umgehen könnt. Oder die einfach zu, ihr seid vielleicht ein bisschen zu sehr fixiert auf materiellen Erfolg. Und davon sagt ihr euch jetzt aber los. Also das ist der Hintergrund. Ihr brecht auf zu neuen Ufern. Und hier wartet jetzt eure Überraschung auf euch. Denn ich sehe hier mit den Neun der Kelchen am Kopf, dass ihr es schaffen werdet, euren inneren Frieden wiederzufinden und einfach glücklich zu sein. Und zwar nicht mehr glücklich, weil entweder eine andere Person euch glücklich machen muss mit deren Wertschätzung oder irgendwelche Gegenstände und Geld und so euch glücklich machen. Nee. Ihr seid einfach mit euch selbst glücklich. Ihr werdet sehr, sehr zufrieden sein und nicht mehr Wünsche haben, die nicht in Erfüllung gehen, sei es jetzt an den Partner Wünsche oder an sich selbst. Ihr werdet einfach glücklich und zufrieden sein. Und hier mit der 10 der Kelche deutet sich eigentlich an, was das wieder bestätigt, dass ich dachte, dass bei vielen von euch dieser König der Münzen ein Mensch ist, der euch Kummer und Sorgen bereitete und von dem ihr euch loslöst. Ihr werdet einen viel besseren Partner finden. Es muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, es kann ja auch eine Freundschaft sein oder ein Kollege oder sonst was. Ihr werdet auf einen Menschen treffen, mit dem ihr euch sehr, sehr wohl fühlt, sehr, sehr glücklich, hier doppelt glücklich in der Beziehung und mit euch selbst. Und das ist, weil euch Gerechtigkeit widerfahren wird. Vielleicht ist es so, dass einige von euch sich gerade ziemlich unfair behandelt fühlen von dem Partner oder vom Leben. Und was kommen wird jetzt in den nächsten 4 Wochen, ist, dass ihr bekommen werdet, was ihr wollt. Für was, wenn es euch zusteht, wenn ihr das Gefühl habt, euch steht etwas Bestimmtes zu, dann werdet ihr das bekommen. Und ich gehe irgendwie stark davon aus, dass die Überraschung, die auf euch wartet, ein toller Mensch ist, den ihr kennenlernen werdet, mit dem ihr euch total glücklich fühlt. Es kann sein, dass das ein neuer Partner wird, eine neue Liebe. Ja, niemand mehr, von dem ihr euch abhängig fühlt oder der euch enttäuscht irgendwie, sondern jemand, der euch wirklich auch innerlich glücklich sein lässt.
Oder sowas wie ein sehr guter Freund, eine sehr gute Freundin. Oder vielleicht findet ihr wieder Anschluss zu einem Familienmitglied, mit dem ihr lange keinen Kontakt mehr hattet. Aber seid gewiss, das ist die Überraschung, dass wenn ihr euch jetzt unfair behandelt fühlt, vom Glück verlassen und unsicher, wie es weitergehen soll, da wird euch vom Leben geholfen. Euch wird Gerechtigkeit widerfahren. Ihr werdet eine richtig gute Entscheidung treffen können und ihr werdet sehr, sehr glücklich sein. Und ich denke, es ist mit einem Menschen. Und das freut mich für euch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet oder wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Videos und andere Fragen. Ich schaue mir das gerne an. Und schaut auch gerne am Ende vom Video in die Vorschläge rein, denn ich denke, dass noch viel, das euch interessieren kann. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Alles Gute, tschüss!